Moin und herzlich willkommen hier zu einer von zwei Partien an diesem wunderschönen Freitag. Freitag. Es ist nämlich wieder Fridays for Fußballzeit. Und ja, liebe Grüße zum heutigen Spiel. Wir begrüßen Sie. Wolf Fuß, Frank Buschmann sind dabei. Und wir spielen die zweite Partie der Frauen-EM. Ich weiß leider noch nicht, wie die erste ausgegangen ist. Ich hatte es ja letztes Mal schon erklärt. Das ist von den Gegnern, die in der Vorrunde gegen Deutschland haben müssen, nur Spanien bei FIFA dabei ist. Deswegen spiele ich Spanien. Spiele ich gegen Spanien natürlich mit Deutschland. Das Spiel steigt am Dienstag, 12. Juli um 21 Uhr. Im Tor wird wahrscheinlich Frau Froms sein, wenn sie sich im ersten Spiel noch nicht verletzt hat. Ich kann es mir nicht sagen, das war noch nicht. Und wer aber verletzt ist, das weiß ich, das ist auch sehr, sehr schade für sie, ist Jennifer Marujan. Ist ja echt eine Säule im deutschen Spiel immer gewesen. Und die fehlt mit Kreuzbandriss. Wer aber nicht fehlt und wessen erste EM das ist mit den Damen, ist Alexandra Popp. Da gab es ja einige Dokus mit ihrem, sozusagen, vom Kreuzband, das war es, glaube ich, auch, wieder zurückkommen. Habe ich jetzt erstmal auf der Bank gelassen. So spiele ich. Habe die Aufstellung nicht viel geändert. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der Kader aussieht. Ich kann ja beim Kader auch nichts anpassen. Es gibt ja nicht irgendwie Ligenteams, aus denen ich mich bedienen kann bei den Damen. Sondern da bin ich ja mit denen verhaftet, die da im Kader von FIFA reingemacht werden, während hier das Foto gemacht wird. Es gibt auch gute Nachrichten für die Zukunft hier auf Fridays for Fußball, die nähere Zukunft zumindest, denn in der kommenden Woche beginnt schon die zweite Liga, in der Woche drauf die dritte Liga und dann bald schon die Bundesliga. Da dauert es aber noch ein bisschen, glaube ich, bis erstes Augustwochenende oder sowas. Deswegen wird es wahrscheinlich kommenden Freitag hier Braunschweig gegen den HSV geben. Natürlich spiele ich dann den HSV. Und in der Woche drauf dann Osnabrück gegen Duisburg. Die spielen am 22. Juli. Und was ihr aber seht ist, es gibt heute zwei Partien, ne? Es gibt ja noch Werder gegen Beşiktaş und das zeigt ja auch nur, ihr könnt euch weiter was wünschen. Denn ich spiele sogar, wenn ich sage, ich spiele eigentlich Frauen-EM und dann wünscht sich noch jemand was, der liebe Flomox hat sich ja was gewünscht, dann spiele ich das natürlich auch. Deswegen gab es heute auch noch die, oder gab und gibt es heute noch die Partie Werder gegen Beşiktaş. Ich verrate natürlich an dieser Stelle nicht, wie es ausgegangen ist. Gute Chance. Während da Froms das erste Mal hält, weil die Spanierin einfach aufs Tor zu rennen. Ja, sehr schön von Oberndorf rausgeklärt, aber vorne läuft. Boah, der ist gut durch. Ein gutes Steak, aber ich weiß nicht, ob ich das spielen soll, aber. Nein! Macht sie den nicht. Zu aufgeregt da. Der ist drin! Oh, nein! Das Tor. Und wenn der reingeht, dann haben sie das Ding erstmal im Griff, aber so weiter 0-0. Wie kann man den denn noch verschießen? Das kann sie auch kaum glauben an der Stelle. Musst du kurz gucken, ob das Mikrofon noch an ist? Nichts ist schlimmer, als das Mikrofon nicht anzuhaben. Und dann eine halbe Stunde aufzunehmen. Mann, ey! Ey, der hätte reingehen müssen, der Ball. So langsam wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Da ist die Flanke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Schön. Super, dieses Zuspiel. Jetzt mal aus der Ferne. Oh. Schade. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Ja, da habe ich schon versucht, mal ein bisschen früher abzuschießen als vorhin und nicht so viel nachzudenken. Ecke kommt rein. Oh! Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Was ist hier los? Das ist ärgerlich, macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Alle schon geschlagen und dann. Richtig ärgerlich.
wie schön die da durchspielen, ey. Ja, das ist abseits. Die Fahne ist oben abseits, aber das schade. War richtig knapp. Knapp abseits, aber das wäre wohl auch nicht wirklich gefährlich geworden. Pass wird abgefangen. Klasse Pass, könnte was werden. Ey! Umgehauen und dann abgeschossen. Was ist denn hier los? Die Fans können es nicht glauben. Ja, fordern Elfmeter. Ah. Weg ist der Ball. Ey! So, jetzt mal eben konzentrieren hier. Ah, ich dachte, ich kriege die Abseits stellen, aber. Ging nicht. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Sie hält den Ball. Was denn? Und hier war sie wohl ah, wieder. Ist in die Hand gesprungen. Ja, ich glaube, das geht in Ordnung. Und nochmal eine mündliche Ermahnung. Vermutlich die letzte für sie. Das denke ich auch. Beim nächsten Foul dürfte sie fällig sein. Und da ist der Ball wieder weg. Ah, gut, einfach nur zu mir geschwind. Nein. Ah. Sieht gefährlich aus. Ah. Gutes Tackling. Nicht den Ball. Oh. Nein, oh, Frums. Puh. Oh, was für ein Spiel, ey. Hui, 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 hui. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. War ja kein schlechter Schuss, aber eben auch gut aufgepasst. Puh. Die Spanier geben nicht auf, da. Ui. Ja, ey, dann springt der Ball zum Gegner. Irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert. Sieht nicht gut aus. Während da gequetscht wird bis zum Gehtnichtmehr. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Ja. Dann die nächste Chance. Okay, wird genutzt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Debritz. Nein! Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Oh, gut, ist ausgelaufen. Wird Einwurf geben. Okay, komm. 1-0 heißt noch gar nichts. Hä? Das war eine starke Aktion von ihr, oh, sehr aufmerksam. Da kommt plötzlich die Gegnerin. Jetzt vielleicht. Oh. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Uiuiuiui. Jetzt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Klasse Pass. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich. Nur am Drücken, die Spanierin. Die Ecke kommt. Situation geht wieder zum Gegner. Abgeblockt, hallo? Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Klasse gehalten! Spielen sie sich da durch, wie sie wollen, ey. Ja. Ja, die Fans stehen wie ein Mann hinter ihrem Team. Die spüren, es muss was passieren. Oder eine Frau. Knappe. Zweimal offensiv gewechselt. Das soll wohl klappen. Es kann weitergehen. Hopp und Dallmann rein. Zweiten Hälfte. Ja, zu wenig Bewegung da vorne. Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie hier knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Lass mal Pop. Angeschossen. Nein. Ich dachte, da geht meine Spielerin wenigstens hin. Stark dazwischen gegangen. Hand. Nicht zum ersten Mal heute. Ja, aber Pop ist Kopfball gefährlich. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Ecke kommt ins Zentrum. Ist aber nicht Pop, aber. Oh! Die Gefahr, der Kopfball landet neben dem Tor. Haben ein bisschen auf Offensiv gestellt, jetzt soll das wohl klappen.
Julia Gwynn da, echt, richtig gut. Da ist Pop. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Nein, ich dachte, ich kann Maria Leon ausspielen. Fehlt natürlich hinten die ein oder andere Spielerin. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Ja, komm. Sieht gefährlich aus. Oh, Foams, ey. Die hält da einen höheren Rückstand dann doch noch fest. Also verhindert den. Ecke kommt. Ja, schon wieder, ey. Warum geht da meine Spielerin nicht dran? Eieiei, Foams, Spielerin des Spiels. Ecke kommt rein. So, jetzt gib mal Gas. Oh ja, genau. Und direkt der Fehlpass, ey. Blindes Huhn. Also ich. Nicht die Dame. Und jetzt ein Schuss. Oh, Foams, ey. Ganz stark. Er geht in den Strafraum. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ganz stark abgeblockt. Oi, oi, oi. So, jetzt. Nicht genug Angebote, noch nicht genug. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das Pop. Nein! Genau, holen Sie sich da den Ball. Klasse. Die Gäste haben hier die Mariona. Ballbesitzwerte, aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Kein Foul, nutzen sehr gut. Die Chancen, die sich ihnen bieten, das ist eine engagierte und clevere Leistung bisher. Ist die klein? Das wusste ich gar nicht. Jetzt ist es gefährlich. Ja! Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Gut. Geiles Ding, ey. Ich wollte gerade irgendwie überlegen, ja, passt du jetzt auf Pop oder wer das war? War alles richtig gemacht, ja? Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor. Ja, die zwei Schritte waren super und perfekt ins lange Eck. Ja. Sehr schönes Ding. So. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ich bleibe aber offensiv. Wir wollen hier den Sieg. Ah! Fairer Einsatz hier. Ah, Pop läuft sich da etwas Klasse fest. Klasse Pass jetzt. Ja, das könnte das werden jetzt. Ah. Kein Foul. Da ist die Flanke. Nein, das ist meiner. Da gibt es nicht viel zu diskutieren, denke ich. Handspiel im eigenen 16er. Wo war das denn bitte Hand, ey? Mann. Das ist wieder totaler Quatsch. Okay. Sie wollen die erneute Führung. Elfmeter und Tor. Ich konnte gar nicht so schnell springen. Also ich wollte in die Ecke, aber so schnell konnte ich nicht springen. Mittenzeit ist ja noch. Kein Problem für Sie, dieser Strafstoß hier. Nein, den hat sie ganz cool verwandelt. Ja, ich glaube, den hätte ich nicht gekriegt, so nah wie der in die Ecke war. Jetzt also 2-1. Guck mal, da ist keine Bewegung vorne, keine Angebote, kein gar nichts. Das könnte eine Gelegenheit werden. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Boah, Diamond. Wird da umgehauen. Gute. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position. So, jetzt. Gutes Tackling. Ja, Pop, dann zeig an. Zuspiel. Da kommt der Steilpass. Nein! Gute Aktion, gut geklärt. Das muss der Ausgleich sein. Oh, Pop! Gut gehalten, weiter geht's. Nein! Oh! Schön die Torhüterin umgehauen. Die war klasse. Oh, schade. Die Szene gerade jetzt hier ärgern. Riesenchance zum späten Ausgleich. Das war gar nichts. Den hätte ich machen müssen. Pass kommt nicht an.
Ey! Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. So jetzt. Letzte Chance. Hopp, lauf! Die letzte reguläre Spielminute Nein. läuft. Ja, witzig, die haut mich um und dann bin ich im Zweikampf und dann schieße ich den Ball weg. Ey, das wäre jetzt noch gewesen. Ah ja. Ja. Ja, und ich mal wieder eine Niederlage hier auf Fridays for Football Game Over Schmidt. Wie ihr gesehen habt, ich spiele auch mal zwei Partien, also wünscht euch eine Partie, wenn ihr eine seht, sonst gibt es nächste Woche definitiv Braunschweig gegen den HSV und die Woche drauf Osnabrück gegen Duisburg. Das muss hier sein, da muss ich wieder schön die Mannschaft anpassen, weil es ja die neuen Kader noch nicht gibt, aber wir sehen es dann. Macht's gut.